Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 und somit dem letzten Teil der Videoserie für die Messgeräte der alkoholischen Gärung. Zwei Gerätegruppen haben wir schon durch, das Vinometer und die Refraktometer. Bleiben noch diese lustig aussehenden Gesellen übrig, das sind Bierspindeln oder Mostwagen. Bei den Spindeln handelt es sich um dichte Messgeräte bzw. Achtung Fachbegriff Aerometer. Funktionieren tut das Ganze so, dass wir in einen Spindelzylinder die zu testende Flüssigkeit einfüllen und diese Spindeln einzeln natürlich darin schwimmen lassen. Wenn ich die hier einmal als Beispiel hernehme, dann seht ihr, sie hat unten ein Bleigewicht und oben einen langen Hals mit einer Skala. Das Bleigewicht dient dazu, sie unter Wasser zu halten und je nachdem, wie tief sie eintaucht, können wir an der Skala den Messwert ablesen. Die Spindeln sind alle gleich aufgebaut und haben aber trotzdem alle unterschiedliche Skalen. Bei dieser hier handelt es sich anscheinend auch um eine Destillatsspindel mit einer Alkoholwertanzeige von 0 bis 100%. Die wird für unsere Zwecke wahrscheinlich nicht funktionieren. Wahrscheinlich aus demselben Grund wie schon im letzten Teil bei den Refraktometern genannt. Ich schätze, die wird nur gelten, wenn es sich um ein reines Wasser-Alkohol-Gemisch handelt. Ähnlich sieht es mit dieser großen Spindel hier aus. Die ist eigentlich auch nur für Alkohol-Wasser-Gemische gedacht und hat eine Skala von 30 bis 60 Volumensprozent. Wir werden sie trotzdem im Weißwein schwimmen lassen, das schadet der Spindel nicht und für uns liefert es lustige Bilder. Die Spindel hier, die zweite von links, ist eine sogenannte Läuterspindel. Die hat als Skala Grad Plato aufgedruckt, ist also für die Bierherstellung zu benutzen. Der Unterschied zu den anderen dreien ist, dass sie auf 70 Grad Celsius geeicht ist. Das heißt, in Flüssigkeiten von 70 Grad Celsius exakte Werte liefert und in allen anderen Temperaturbereichen eben nur annähernd bis unbrauchbare Werte liefert. Das liegt daran, dass sich die Dichte einer Flüssigkeit je nach ihrer Temperatur ändert und da es dichte Messgeräte sind, muss die Temperatur ja auch entsprechend eingehalten werden. Mein absoluter Liebling ist die dritte von links oder die zweite von rechts. Diese Spindel misst die spezifische Dichte der Flüssigkeit und ist somit ultimativ und überall einsetzbar. Es ist egal, ob es sich um Bier, Wein oder Honigwein handelt, hier kann ich immer exakte Messwerte ablesen. Aber genug der Erklärung, schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Den Spindelzylinder habe ich wieder mit dem trockenen Weißwein mit 10,5 Volumensprozent gefüllt. Wir werden die Spindeln der Größe nach eintauchen, weil es nämlich sein kann, dass die größeren mehr Flüssigkeit verdrängen und deswegen der Zylinder dann übergehen wird. Dann wäre eventuell nachher nicht mehr genug Flüssigkeit für die kleineren Spindeln verfügbar. Wir beginnen also mit der kleinsten. Das ist die Spindel mit der Alkoholanzeige 0 bis 100%. Wir tauchen sie ein. Sie schwimmt. Und wir lesen den Messwert ab. Wie ihr seht, sind wir hier ungefähr zwei Striche oberhalb der Nullmarkierung und diese Spindel ist so aufgebaut, dass die unteren Bereiche immer in 2% Schritten ausgeführt sind. Deswegen zeigt uns die Spindel jetzt ungefähr 4% Alkohol an. Das liegt daran, dass Wein eben kein reines Wasser-Alkohol-Gemisch ist und deswegen auch Stoffe enthält, die zusätzlich Auftrieb verursachen und die Spindel nicht mehr genau arbeiten lassen. Diese Spindel ist für unsere Zwecke also somit ungeeignet. Dasselbe gilt natürlich dann auch für die andere Spindel mit den 30 bis 60% Alkoholgehalt. Die hat zwar ein cooles Thermometer eingebaut mit einer Korrekturskala, aber trotzdem können wir sie nicht verwenden. Wein ist eben kein reines Wasser-Alkohol-Gemisch und aus diesem Grund wird auch diese Spindel nicht funktionieren. Deswegen sparen wir uns gleich die Messung und verschwenden nicht die Zeit darauf. Das vorletzte Gerät ist die sogenannte Läuterspindel mit der Plato-Skala. Da die aber auf 70 Grad geeicht ist, wird es in unserem 20 Grad warmen oder kalten Wein auch keinen Sinn machen, damit etwas messen zu wollen. Natürlich wird das Gerät einen Messwert ausspucken, aber der kann genauso gut erfunden sein. Deswegen werden wir auch hier keine Zeit verschwenden und gleich zur letzten Spindel übergehen, zu der, die die spezifische Dichte misst. Und genau wie bei der anderen Spindel kommt die einfach nur in den Zylinder, pendelt sich hier ein und wir können den Messwert dann ablesen.
taucht ziemlich tief ein, wenn ihr mich fragt. Und wenn wir uns den Messwert ansehen, stellen wir fest, dass er ungefähr bei 0,996 liegt. Das ist unter 1,0 und 1,0 ist eigentlich der Messwert von reinem Wasser. Warum kann jetzt Wein einen Wert haben, der unter dem von Wasser liegt? Naja, der Grund ist der enthaltene Alkohol. Der ändert nämlich die Dichte und Alkohol ist weniger dicht als Wasser. Deswegen taucht die Spindel jetzt tiefer ein. Aber wir können immer noch nicht rückschließen, wie viel Prozent Alkohol unser Wein nun hat. Um jetzt den Alkoholgehalt zu berechnen, brauchen wir wieder einen zweiten Messwert, der vor der Gärung genommen werden muss. Das funktioniert genau gleich wie beim Refraktometer. Hier spielt es aber keine Rolle, ob das Getränk endgültig ausvergoren ist oder ob noch Restzucker enthalten ist, weil wir mit den beiden Messwerten dann ein Verhältnis schaffen und den abgebauten Zucker und den erzeugten Alkohol genau berechnen können. Also genau ist relativ, genau genug für unsere Verwendung. Ach ja, und bevor ich es ganz vergesse, wollte ich euch ja noch den großen Nachteil dieses Geräts zeigen. Also wer noch bis jetzt dran geblieben ist, erfährt noch, warum auch dieses Gerät ab und zu nicht so akzeptable Werte liefert. Für dieses letzte Experiment benutzen wir Leitungswasser. Es macht überhaupt keinen Unterschied, welche Flüssigkeit wir benutzen, aber für Vergleichszwecke muss es diesmal halt Wasser sein. Ich möchte euch den Unterschied zeigen zwischen einer Flüssigkeit ohne Kohlensäure und einer mit. Und Wasser hat ja bekanntlich keine Kohlensäure. Wenn wir hier die Spindel drin versenken, müssten wir irgendwo bei 1,0 stehen bleiben. Schauen wir uns den Messwert noch einmal im Detail an. Und hier sehen wir, die Spindel taucht bis ziemlich genau 1,0 ein. Soweit so gut. Aber wie sieht das Ganze aus, wenn jetzt Kohlensäure im Spiel ist? Wir füllen jetzt den Messzylinder mit handelsüblichem Sodawasser. Einfach direkt, so wie es aus der Flasche kommt. Sodawasser hat einen ziemlich hohen Kohlensäuregehalt, weshalb der Effekt jetzt sehr stark zu beobachten sein wird. Gärende Getränke haben auch Kohlensäure gebunden, aber weitaus weniger. Trotzdem verfälscht die Kohlensäure das Ergebnis. Und das sehen wir am besten, wenn wir die Spindel jetzt eintauchen. Und hier seht ihr, wie sie nach oben gedrückt wird. Das Phänomen kennt ihr auch von Trinkhalmen, wenn er sie in kohlensäurehaltige Getränke taucht. Auch hier werden sie einfach von der Kohlensäure nach oben gedrückt. Und hier im Detail sehen wir, dass wir sogar um ganze 0,01 Punkte daneben liegen. Das hat dann schon einen ziemlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Die Kohlensäure verfälscht uns also den Messwert und unsere Berechnungen werden dadurch auch etwas falscher und ungenauer. Ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, da hier bei dieser Spindel das Prinzip so ist, je niedriger der Wert, desto höher der Alkoholgehalt. Wir verschätzen uns also bei unserer Alkoholberechnung hier nur um wenige Punkte und zwar nach unten. Das Getränk hat letztendlich einen etwas höheren Gehalt als unser berechneter. Aber auch das Kohlensäureproblem lässt sich in den Griff bekommen. Und zwar dadurch, dass wir die zu messende Flüssigkeit zuerst durch einen Kaffeefilter gießen. Durch die engen Poren löst sich die Kohlensäure aus der Flüssigkeit und wir haben am Ende eine kohlensäurefreie Probe. Naja, ganz kohlensäurefrei ist sie nicht, aber so verschwindend gering, dass wir damit arbeiten können. Oder aber wir akzeptieren einfach, dass der Messwert etwas höher ausfällt und der errechnete Alkoholgehalt also etwas niedriger ist als der tatsächliche. Das bleibt euch überlassen. Im Grunde ist es für den Heimgebrauch ja auch nicht ganz so wichtig, exakt wissenschaftlich ermittelte Werte zu haben. Das war es dann auch zu dieser Messmethode und wir sind am Ende der Reihe angelangt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was an Infos mitnehmen können und könnt nun vielleicht eine gute Entscheidung treffen, wenn es darum geht, welches Messgerät für welchen Anwendungsfall am besten geeignet ist. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.